Brasilien hatte zwei Kaiser, Pedro I und Pedro II. Genau, da haben wir es. Ja? 2 Minuten zu spät, davon träumt die Deutsche Bahn. Aber typisch brasilianisch, kann man ja nicht sagen, kommen wir einfach rein. Nee, du brauchst ein Ticket, wo 0 Euro draufsteht. Und es ist unfassbar, wie groß die hier werden in freier Wildbahn. Das sind so die kleinen schönen Momente. Ich bin gerade mal 10 Minuten hier, wenn man sich so herzlich vom Hotel verabschiedet, wenn man sich herzlich verabschiedet vom Lieblingszigarrenverkäufer. Mein Eishändler ist nicht da. Er warnt mich schon, Handy einstecken mache ich jetzt auch. Okay. Ihr seht in meinen Videos von Rio immer wieder, dass ich mich kaum traue, das Handy rauszunehmen. Ihr seht, es liegt nicht an mir. Wenn mir schon die Einheimischen sagen, pack das Ding da weg, bist du denn bescheuert, ne? Also wenn jetzt diese Floskel etwas überrepräsentiert ist in den Rio-Videos, wird es seine Gründe haben, ne? Ihr könnt die Videos nur sehen, weil die Handys eben nicht geklaut wurden. So, ist immer dasselbe hier. Das ist jetzt der Eingang von diesen Rodaviras. Das sind die Busbahnhöfe. Da draußen fahren sie. Das Ding ist größer als die meisten Bahnhöfe in Deutschland und ich verstehe hier nichts. Wenn es hier irgendwie ein System gibt, mir erschließt es sich nicht. Das heißt immer irgendjemanden fragen. Steht hier Petropolis? Natürlich nicht. Da natürlich auch nicht. Also irgendjemanden fragen, wie komme ich nach Petropolis? Okay. Also dran steht es doch sogar größer als alles andere, aber eben auf der anderen Seite von dem Ding. Hab mir helfen lassen. So, man darf hier rauchen. Wundert mich ja fast selber. Das ist dann damit meine erste Zigarre seit einer Woche. Den alkoholfreien Monat, den ziehe ich weiter durch. Also diese Busbahnhöfe, das ist so der Dreh- und Angelpunkt des Lebens von Lateinamerika. Hab schön ein Auge auf meiner Tasche. Also hat man das gesehen, da hinten ist noch ein Einkaufszentrum. Die Dinger sind riesengroß. Zugbahnhöfe in Europa sind kleiner. Das ist schon wieder typisch Lateinamerika. Wir sind hier auf den Serpentinen Landstraße, bergauf und bergunter. Und der Reisebus hat nichts Besseres zu tun, als einen anderen Reisebus, einen Betonmischer und hier noch einen Lastwagen zu überholen. Eindruck von Petropolis, Casa do Alemão, das deutsche Haus. Ja, das fängt ja schon mal gut an. Ja, angekommen in Petropolis. Der Busbahnhof ist von der Stadt so sehr entfernt wie jeder Flughafen. Wie jeder Flughafen von der Innenstadt, aber ich hatte einen coolen Nachbarn. Soldat hier von Brasilien. Wir haben uns so gut verständigt, wie das dann eben gerade so möglich war. Hat mir jetzt noch ganz lieb in Google Translator also Gute von meiner Reise reingeschrieben. Ach, eindeutig ein paar Grad frischer. Sehe schon, die Jacke werde ich noch brauchen. Bin ich jetzt hier halt auf den Bergen drauf. Ne? Dann mal im Schweinsgalopp den Leuten hinterher. Die werden wissen, was sie tun. Hier der örtliche Klimakleber. Selbst in so einer Mini-Stadt haben sie riesen Busbahnhöfe. Warum fahre ich hier eigentlich hin? Habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Das hier ist die alte Königstadt. Germania, jawohl. Die alte Königstadt, beziehungsweise einen König hatten sie nicht, sondern Kaiser, beziehungsweise zwei. Und das soll hier ganz hübsch sein und auch deutsch geprägt, offensichtlich. What the fuck hat das mit Deutschland zu tun? Alter, die machen hier ein Geschiss. Dass sie das waren jetzt die Langstrecken. Busse und das sind die Kurzstreckenbusse. Das ist so wie zwei verschiedene Terminals im Flughafen. Ne, Domestic und International. Stand gerade wirklich Domestic. Ist das ein Bus? Ja, komm, dann stelle ich mich hier mal an. Die wissen bestimmt, was sie tun. Oh, meine Nerven. Da ist ja Aussteigen schon ein Kampf. Okay, jetzt irgendwo da. So, ist doch hübsch hier. Großen Tempel da hinten, schöner Park.
bilde mir jedenfalls ein, dass mein Handy hier sicher ist und mir nicht alle 3 Meter aus der Hand gerissen wird. Also ich fühle mich hier deutlich wohler als in Sao Paulo oder Rio. Nova Petropolis. Hab jetzt noch mal das Zimmer gewechselt. Das hier war mir zu laut gestern Nacht. Bin hier nämlich gleich an der Straße und es gibt keine wirklichen Fenster. So, das hier ist das Fenster, da ist kein Glas drin. Aber das allerabgefahrenste hier, das sind die Stromleitungen. Guck mal hier, das ist der optimale Balkon zum Flanieren, ne? Da setzt man sich doch mal gerne hin und guckt da hier gemütlich auf Stromleitungen, die 3 Meter hoch sind. Petropolis, auch hier wieder hübsche alte Kolonialhäuschen. Also zumindest viele. Aber man schaue sich mal hier diese Stromleitungen an. Nicht, dass es mich noch überraschen würde. Man ist ja schon einiges gewohnt. Ja, es ist immer wieder abenteuerlich. Ja? Bevor das schon wieder dunkel wird, es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich hier aus dem Hotel komme nach 3 Tagen bei Tageslicht. Okay, einmal war ich joggen. Da vorne sind wundervolle Villen, die zeigen wir auch noch. Ansonsten bin ich gerade so dermaßen im Produktivitätsmodus, nehme fleißig Webinare und Videos auf. Aber heute bin ich jetzt mal in diesen Park gelaufen und lasse hier ein bisschen die Gedanken kreisen. Ich finde das wundervoll mit der Natur, mit den Bäumen, wo hier dieses Lianenzeug darunter kommt. Ja, man sieht hier einiges an deutscher Architektur. Auch so ein Ding da vorne, hier am Flüsschen, hier auch wieder Lianen. Ah ja, das da hinten ist eine Kathedrale, da sind jetzt die Bäume davor. Ich glaube, von links sieht man die. Und hier ist auch die Sommerresidenz vom Kaiser. Brasilien hatte 2 Kaiser, Pedro I und Pedro II. Genau, da haben wir sie. Schon hässlichere Brücken gesehen. Ah, genau. Das hier hat was zu tun mit diesem Flugzeugpionier. Das habe ich auch gelesen. Könnt mir den Namen nicht merken. Auf jeden Fall ist der Flughafen in Rio nach dem benannt. Ich denke, die meinen das ernst. Das ist keine Kunst, das ist ein Flugzeug. Echt? Ja. Man hat es wohl so mal angefangen, ne? Und da haben wir ihn, Santos Dumont. Dumont, das ist hier der brasilianische Luft- und Flugzeugpionier. Ich finde das ja so gemein. Komme ich hier einmal aus dem Büro raus und schon ist Regen. Kann man das hier sehen? Zum Glück nur leichter Regen. Dann machen wir das mit dem Villenspaziergang wohl doch noch mal später. Also Schokolade ist so eine Sache, das können sie hier nicht so ganz besonders gut. Das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Okay, na, hoffentlich schmeckt es so wenigstens. Das nennt man wohl Luftschokolade. Haltbar bis September 23. Habe ich hier noch einen Löffel irgendwo? Ja, habe ich.